Sprechen wir heute über Salomos Urteil oder, wenn ihr mich fragt, den biblischen Sherlock Holmes? Ihr könnt euch diese biblische Geschichte wie eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Und zwar kamen zwei Frauen vor König Salomo. Diese beiden Frauen waren übrigens, nennen wir es mal, nächtlichen Gewerbe tätig. Und die beiden hatten ein Problem. Bleiben wir einfach mal bei dem Bild von der Gerichtsverhandlung. Beide mussten den Tatergang ja irgendwie schildern. Und die erste der beiden fing so an. Wir beide wohnen im selben Haus. Wir hätten beide etwa zur selben Zeit ein Kind bekommen. Und zum Zeitpunkt der Tat ist auch niemand anders im Haus gewesen. Nur wir beide waren da. Jetzt ist es aber so, dass der Sohn von meiner Mitbewohnerin gestorben ist. Naja, sie hat ihn im Schlaf erdrückt. Dann ist sie aufgestanden, hat meinen Sohn, als ich noch geschlafen habe, im Schlaf aus meinem Arm genommen und ihn in ihr Bett gelegt. Ihren toten Sohn zu mir ins Bett gelegt. Nach der Aussage meinte die andere Frau natürlich: Nee, 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 mein König. Das ist mein Sohn, der noch lebt. Ihr könnt es euch denken, es kam zum Riesenstreit und der König musste das Ganze irgendwie lösen. Ja, natürlich hatte der den perfekten Einfall. Im Prinzip meinte der König nur: Hol mir mal ein Schwert, wir halbieren den, dann wird gerecht geteilt. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ich habe auch gedacht, wenn der König das jetzt so durchzieht, sind es keine zwei Halbbrüder. Naja, mein zweiter Gedanke war wiederum, gute Lösungsstrategie, wenn es um das letzte Stück von einem Kuchen geht oder um den letzten Rest einer Pizza. Aber okay, schauen wir mal, wie die Story weitergeht. Also, die bringen dem König jetzt sein Schwert und er sagt seinen Leuten, wir teilen den Jungen jetzt gerecht in der Mitte. Und in diesem Moment meldete sich eine der beiden Frauen und meinte, hört auf damit, gebt ihr meinen Sohn lebendig, aber tötet ihn bitte nicht. Daraufhin die andere Frau aber, das Kind ist weder deins noch meins, wir sollten es einfach teilen. Wenn ihr mich fragt, ist es jetzt nicht die allerbeste Strategie gewesen, falls ihr mal in so einer Situation seid, aber egal. Der König daraufhin, natürlich gibt der Ersten das Kind, das ist die Mutter, ich brauche keine weiteren Fragen mehr stellen. Der König hat halt gemerkt, dass das Überleben des Sohnes ihr um einiges wichtiger ist, als jetzt bei diesem Streit Recht zu haben. Ich gehe auch davon aus, dass der König an keiner Stelle wirklich vorhatte, das Kind zu teilen. Auch wenn die Story damit vielleicht ein bisschen actionreicher gewesen wäre.